So, du das sagen, ohne da sind wir wieder. Und wir haben die beiden letzten Teile gefunden. Die sind nämlich genau. Gibt's PvP-Deathmatches? Was? Nein! Nein! Und zwar gibt es hier auch nochmal so ein kleines Tablet. Ja. Das ist ein wunderschönes, rundenbasiertes Rollenspiel. Nee, passe. So. Oh, der letzte. Man kann entweder den nehmen oder den. Da habe ich nur das Problem. Jetzt nach da drehe, dann geht der nach oben. Ich glaube, jetzt habe ich. Nee. Genau, falsch rum. Gut. Bedeutet. Ach Mist. Auch falsch rum. Wie mache ich das denn? Auch nicht. Verdammt noch mal. So hätten wir zu wenig. Wenn ich den da drauf baller, ja? Der muss durch den Reflektor durch. Geht doch. Dies ist eine dringliche Mitteilung an alle Sigma-Teamkräfte. Assassinen haben ein Artefakt aus unseren Lageranlagen in Rotterdam gestohlen.
Sammelpunkt ist 51.887107 um 4.559017. Seid dort um 0600 Lokalzeit. Nachzügler sterben, also Beeilung. Hört zu, Loser. Es gibt zwei bestätigte Assassinen, die in der Stadt agieren. Ziel Nummer 1 ist Harlan Cunningham, der einzige Überlebende einer Zelle aus Florenz, die unser Anführer vor ein paar Jahren ausgeschaltet hat. Er hat die Schatulle gestohlen und ist auf der Flucht. Ziel Nummer 2 wurde als Aaron Shute identifiziert. Früherer MMA-Champion und jetzt Cunninghams Schüler und Geliebter. Wie romantisch. Er betreibt Störmanöver, ermordet unsere Templer-Agenten in den Abstergo-Anlagen in der ganzen Stadt. Sorkin, nimm das Sigma-Team und hol dir Shute. Ich kümmere mich um Cunningham und hol mir das Artefakt. Es gefällt mir nicht, dass Sie alleine gehen, Boss. Ich möchte das persönlich erledigen. Sigma-Team, bleibt die ganze Zeit in Kontakt mit Violett. Ihr habt eure Befehle. Sorge, du Vollpfosten! Doch nicht Mann gegen Mann! Zieh deinen Mann zurück! Komm, hol dir was! Er hat meine Waffe! Sniper One, kannst du schießen? Negativ, er nimmt Sorkin als Schild. Er macht uns fertig! Jetzt schieß schon! Sorkin getroffen. Er wirft Rauchbomben. Sichtkontakt verloren. Er ist weg! Unser Stichwort. Hebt eure Ärsche und dann ab zum Abholpunkt. Beeilung! Jetzt! Jetzt töte mich doch endlich! Ich hab von dir geträumt. Wie süß, aber ich bin vergeben. In meinem Traum hast du Florenz nicht lebend verlassen. Was soll ich sagen? Ich bin zu stur zum Sterben. Hallo, Süßer! Herr Keller! Wir dürfen die Schatulle nicht zurücklassen! Scheiß drauf! Das halbe Sigma-Team ist tot. Wir sollten jetzt abhauen. Sehen uns in deinen Träumen, Berg! Was für eine Scheißshow! Sammle die relevanten Teile aus unseren Audiologs und schick sie an Letizia England. Sag ihr, dass sie uns genau deswegen Assassinen jagen lassen soll. Gut. Jetzt kommt das letzte. Das finale Audiolog. Von dem ich berichten werde. Wenn ich den Code knacken kann. Oh, der ist ja einfach. Hoffe ich zumindest mal. Ja. Sorkin holt sich die Versprengten auf der Flucht. Gut. Weiter zu Stufe 2. An alle, es ist soweit. Stufe 2 ist ein Go. Wiederhole, Stufe 2 ist ein Go. Öffnet diese Türen. 3, 2. Adriano Maestranzi. Ich will sie holen. Was hat er da? Vittoria, Aldi, Assassini. Waffe! Berg? Sigma-Team? Kann mich jemand hören? Jetzt haben wir sozusagen das gehört, was wir gerade eben schon oben im Audiolog gehört haben. Super. Egal. Jetzt haben wir all diese schönen Sachen bekommen. Was bedeutet, ich habe jetzt meinen Erfolg freigeschaltet, suche alle Computer auf, was mir bedeutet, ich bekomme 170 Ubisoft-Punkte und kann auf Level 23 aufsteigen oder irgendwie sowas. Huha, alles nur deswegen. Ne, jetzt ab zu Felix-Forschung. Wir gehen jetzt in den finalen Animus hinein. Würde ich mal sagen. Zack.
Rein. Der Königspalast von Versailles. Ludwig des 16. und Marie Antoinettes Wohnsitz. Welche Dekadenz. Viel Glück, Spruch auf. Ah, Shay. Ihr seid für den Hof wahrlich bestens gewandert. Vielleicht gewährt euch König Ludwig ja eine Audienz. Ich bezweifle, dass mich selbst diese Breschen in des Königs Gemächer bringen. Wait. Eigentlich bin ich nur hier wegen eines Geschäftsfreundes. Ja, ich hörte, eine Gruppe von Händlern sei anwesend. Vielleicht sehen sie sich meine wissenschaftliche Demonstration an. Das sollten sie. Sie könnten etwas lernen. Dennoch würde ich nicht darauf zählen. Ich gehe nun. Ab, vielen Dank, Master Franklin. Wait. Und jetzt zu Charles und der verdammten Schatulle. Ist das... Das ist er, Charles Dorian. Bedauere, der Palast ist derzeit für Besucher gesperrt. Kommt morgen wieder. Aber ich sollte an einer Versammlung teilnehmen. Boah. Zum Glück für ihn finde ich einen anderen Weg. Ja. Das macht jetzt alles. Verdammt nochmal. Sinn. Auch wenn es hier leider nicht so schön aussieht wie in Liberation, wie in Unity. In Unity sah es genial aus hier. Da konnte man nichts gegen sagen. Depuis déjà fort longtemps, très cher. Ah bon? Et personne n'a rien fait. Kann ich auch hier entlang? Ne. Also hier sieht man Texturen scheiße und so weiter. Da ist Arno. Hast du ihre Apfelgesichter gesehen? Ich bin Arno. Elie, begleite meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. Was machen wir als nächstes? Hast du ihre Apfelgesichter gesehen? Oh, das finde ich schade, dass sie es nochmal machen, nicht weiterlaufen lassen. Und man kennt ja die Geschichte, wenn man Unity gespielt hat. Zack, da hinten. Ja? Gentlemen, ich beschütze dieses Artefakt mit meinem Leben. Das ist leider nur von kurzer Dauer. Arno? Wo bist du hin? Mein Sohn Arno,
Habt ihr ihn gesehen? Oh, ihr seid der Verräter. Ich beende nur alte Geschichten. Oh, Connor und seine Assassinen. Die Revolution hat eure Templertaten ungeschehen gemacht. Dann sollten wir eine eigene Revolution anzetteln. Wait. Die Grundregeln des Ordens ehren und alles, wofür wir stehen. Niemals seine Geheimnisse verraten, noch die wahre Natur seines Schaffens. Und dies bis in den Tod. Egal, was passiert. Das ist mein neues Credo. Ich bin Shay Patrick Cormac, Templer des kolonialen, des amerikanischen Ritus. Ich bin nun ein alter Mann und vielleicht weiser. Ein Krieg und eine Revolution gingen zu Ende und eine neue bahnt sich an. Möge der Vater des Verstehens uns alle leiten.